ey, könnte ja schon wieder kotzen. Mann, ey, da hast du einen Prepass, um an die Wagen vorbeizufahren, ja? Und dann funktioniert die Scheiße nicht. Cashpreis nicht ausgewiesen.
das nur ein Preis da. Kreditkarte oder Cash. Also Cash nennt sich dann noch die Debit Card. Wie so eine Euro-Scheckkarte. Weil wenn die Euro-Scheckkarte benutzt, ist die Kohle ja auch gleich weg. Und ja. Naja. So viel mal dazu. Zu den heutigen Morgen. Steck euch an, oder? Nicht gähnen. Okay. Also, bis später. Arrived at your destination. On the left side, pilot travel center number 075. Oh Mann, nicht den Fuel Truck hinterher fahren. Weil der fährt nämlich eine andere Einfahrt drin. Weil ich muss hier hin. Und dann muss ich ganz dringend wohin. $3,5. Wahnsinn. Aber wir haben noch eine Macke. Ja. Welchen Check machen?
Runde 01. Überholen Sie 01. So, schöner leerer Truckstop, hä? So, ich gehe jetzt mal ran, mein Ticket holen und aufs Örtchen und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. So, ihr Schmusis. Wieder da. Mit einem Cappuccino und einem Muffin. So. Kann es jetzt weitergehen? Schon. Glaube schon. Hier haben wir die Exit. In 600 feet, turn left on US 43. Schöner Parkplatz hier. Was macht der hier? Lädt seine Autos ab. Und die steht mitten auf der Straße, die Dumpfbacke hier. Also in 151 miles fahre ich auf meine Home Interstate auf die 85, I-85 North. Wenn ich die dann fahren würde, immer geradeaus, würde ich nach Hause kommen. Aber leider Gottes muss ich kurz vorher abbiegen und dann wieder in die andere Richtung fahren. Aber naja. Schauen wir mal, was am Wochenende passiert. Dann vielleicht nächste Woche. Mal sehen. Vielleicht kann ich ja mal einen Tag zu Hause verbringen. Na? Jo. So ist das alles. Morgen ist
Wettlauf mit der Zeit und übermorgen genauso. Weil ich muss morgen, weil für morgen war eigentlich geplant, Harlem, Georgia, Jacksonville, Florida. Und für übermorgen war geplant, Orlando und Margate. Margate liegt dort bei Miami. Und da muss ich eigentlich morgen alles machen. Also ich muss morgen Abend in Margate, Miami stehen. Ja, weil ich für Freitag schon eine Ladung habe zum Abholen in Jacksonville, Florida. Das sind 5 Stunden Fahrt von Miami nach Jacksonville. Also das wird knapp, weil der Kunde nur bis 2.30 Uhr, maximal 3 Uhr nachmittags belädt. Also wenn ich da spätestens muss ich um 9 Uhr dort wieder weg sein in Margate. Also spät um 2 Uhr da oben bin. Aber Freitag, Straße, also im Verkehr Freitag. Das ist wirklich ein Wettlauf mit der Zeit jetzt die nächsten 2 Tage. Morgen und übermorgen. Und die Ladung dann von Jacksonville geht dann hoch nach Buffalo, New York. Buffalo, New York ist oben an der kanadischen Grenze. Das sind doch die Niagara-Fälle. Auf Englisch heißen die Niagara Falls. Niagara Falls. Und ja, da muss der Montag sein. Ich habe mal nach dem Wetter geguckt. Wie soll es auch anders sein? Samstag, Sonntag Schnee. Aber dafür nächste Woche kein Schnee. Also Montag, ab Montag ist dann Ruhe. Ja. Naja, mal schauen. Ja, von der Sonne wieder in den Schnee. Von den Palmen wieder ins Dreckswetter. Naja, aber wenn ich die Ladung jetzt nicht nehmen würde, dann würde ich unter Garantie, sagen wir mal 99,9% melden, in Florida über das Wochenende stehen, bis Montag. So, und Montag würde ich dann wahrscheinlich wieder stehen, weil ich keine Ladung kriege Montag. Erst dann wieder am Dienstag. So. Und das ist verlorene Zeit für mich. Also das kann jetzt nicht nochmal ein Wochenende komplett rumstehen. Also 3 Tage. War letzte Woche schon so. Wo ich Samstag, Sonntag, Montag gestanden habe und erst Dienstag eine Ladung gekriegt habe. Also habe ich die genommen. Ist jetzt auch nicht so schlecht, ist aber auch nicht so super. Weil dafür ist es leicht, sind nur 3000 Pfund. Aber als komplette Trailerlänge, komplett 40 Fuß, irgendwie ein Kranteil oder so. Und ja, also hoffe, dass ich es schaffe von der Zeit her, weil wenn nicht, werde ich echt doof. So, habe jetzt noch 23 Meilen zu meinem Truckstop. Der ist dann 12 Meilen an meinem Kunden vorbei, Richtung Westen. Ich muss dann morgen früh wieder 12 Meilen zurückfahren. Weil ich könnte zwar bis hinfahren, aber da müsste ich dann jetzt die ganze Nacht dort und den ganzen Abend jetzt ohne Toilette und ohne alles sitzen. Da habe ich keinen Bock drauf. Also nehme ich diese 12 Meilen in Kauf, fahre dorthin. Und ja, und war dann morgen noch ganz gemütlich, weil um 8 macht er es auch. Wenn ich dann um 8 da bin, dauert vielleicht eine halbe Stunde hoffentlich nur, bis ich leer bin. Oder leer. Bis das eine Teil abgeladen ist. Weil 2 Boote ab, die Klimaanlage runter und fertig. So, und weiter nach Jacksonville. Dann nochmal 3 Stunden bis Jacksonville und dann nochmal 2,5 bis Orlando. Und
alles erledigt. Und jetzt geht's weiter zum zweiten Kunden nach Jacksonville, Florida. Und sagt mir 270 Meilen. Jetzt muss ich doch nochmal auf Google Maps gucken, ob das doch stimmt. Weil meiner Meinung nach war das viel weniger. In 300 Guten Morgen erst mal. Turn right on Gordon Highway, US 278. Okay. Fertig, bereit zum Abdüsen hier. Düse, Düse, Düse. Okay. Kaffee. So, also ihr Lieben. Jetzt geht's ab nach Florida, nach Jacksonville. Und dann nach Orlando. Fliegen. Die beiden muss ich heute auf jeden Fall noch abladen. Jeden Fall. Aber wenn ich das nicht schaffe, habe ich echt ein Problem. Also, halt euch auf dem Laufenden. You have mile. Turn right on Jake Pollard Highway. Bis später. US 221. Alligator. So, jetzt sind wir Florida. War ich erschrocken? Und jetzt Waage, die Inspection Station. Weigh Station ahead. Das ist der Zeichen, dass ich hier rauffahren muss. Agriculture Inspection. Aber ich habe ja nur alle Klimaanlagen. Im Normalfall schicken sie mich dann gleich durch. Was sie hier eigentlich anhalten, sind mehr die Reefer oder Dryvans oder irgendwie sowas. Aber Flatbeds eigentlich sehr, 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 sehr selten. Naja. Hey. Say again. AC units. Paperwork? Mhm. One stop is here in Jacksonville. The next Orlando. And that's warehouses or... Yeah. I'll give you a paperwork. Okay. Siehste. So, jetzt wundere ich mich eigentlich, dass ich hier rechts rüberfahren soll. Naja. Schauen wir mal, was sie wollen. Ich denke mal, das hat steuerliche Gründe, dass die eventuell noch warten mit den Steuern. Na ja, schauen wir mal, jetzt kommt er. There you go. Thank you very much. You're welcome. Have a good day. You too. Okay, das war's dann schon. Dafür habe ich jetzt hier gestanden. Klasse. Ja, ich glaube, alles, was hier eingeführt wird, wie in Kalifornien, muss vorher schon die Steuer bezahlt sein, irgendwie. Und das haben die jetzt, glaube ich, nachgeprüft, ob das bezahlt ist oder nicht, oder wie auch immer. Ja, auf jeden Fall lassen sie mich weiterhin in Ruhe jetzt. Und ich darf weiterfahren. Okay. So, jetzt stehen hier 100 Millionen Trucks in der Reihe und warten entweder zu beladen werden oder entladen werden oder was auch immer. Aber ich fahre jetzt einfach nach vorne rein. Scheiß mal drauf. Ich werde schon sehen, was passiert. Ob die mich jetzt hier entladen oder nicht entladen oder ob ich mich da wieder anstellen muss. Schauen wir mal. Ich fahre jetzt erstmal hier rechts ran und dann gucke ich mal,
ich jetzt da mal rein und frag mal nach. Ne? So, jetzt bin ich endlich hier drinne. Und das war ja eine Aktion. Der Pförtner, der wollte unbedingt so eine scheiß Nummer von mir haben, die ich nicht habe. Und der hat darauf bestanden, ne? Und diese Nummer gibt's für diese Ladung nicht. Normalerweise werden die direkt durchgeschickt. Und meine Dispatcherin angerufen, den Broker angerufen. Und dann hat gesagt, ich möchte hier ins Office, ich möchte die Stacy suchen. Ja, Stacy ist hier nicht, gibt's hier nicht. Ich sage, darf ich mal ins Office? Naja, ja, muss deine Safety West anziehen. Wieder zurück zum Auto, Weste geholt. Ab zum Office. Hey, Stacy! Ja, Stacy war dann auch da. Und ich sage, der lässt mich nicht rein, ich habe keine Category Number. Die need a Category Number. Ja, sie kommt mit mir mit. So, dann sind wir da vorhin zu dem Pförtner gedackelt und der sagt, ja, ich sage, hier ist Stacy, meine Category Number. Und sagt er, ja, ich brauche die Category Number. Stacy sagt, nein, brauchen wir nicht. Das sind AC Units, also Klimaanlagen, für die brauchen wir keine Category Number. Und naja, das hat jetzt lange gedauert, bis ich jetzt hier endlich drin war, habe jetzt meine Gurte ab. Jetzt warte ich nur noch auf den Gabelstapler, der jetzt da kommt und mich ablädt. Und meine Ankunftszeit in Orlando ist 16.18 Uhr und um 16 Uhr machen die zu und werde dann nicht mehr entladen. Dann. Scheiße. Naja, ich gebe euch jetzt endlich fertig hier. Ist jetzt 13.43 Uhr, Ankunftszeit in Orlando ist 16.28 Uhr. Naja, vielleicht kann ich diese 30 Minuten noch irgendwie gut machen, glaubt zwar nicht, aber Scheiße. Mann. Trailer wieder ratschen. Ja. Okay. So, back on road. Ab zur Autobahn. Und dann hammer down, baby. Meld mich unterwegs. So, ciao, ciao. Soll ich euch mal was sagen? Ich habe in Orlando noch abgeladen. Wir haben es jetzt 16.36 Uhr. Eigentlich wollten die ja nur bis 16 Uhr da sein. Aber mein Glück war, dass sie noch einen anderen Truck beladen haben und jetzt erst gerade fertig waren. Und somit haben sie mich jetzt noch entladen. Schweine ab. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt noch schnell runter nach Miami düsen. 3 Stunden 40 Minuten. Und weiß nicht, ob ich bis hinkomme. Kommt auf den Verkehr drauf an. Aber wenn nicht, ist nicht schlimm. Auf jeden Fall kann ich morgen früh abladen. In Miami. Oder kurz vor Miami. Und dann morgen früh gleich hochdüsen, wieder nach Jacksonville. Meine neue Ladung abholen. Meine Wochenendladung. Und dann hoch nach New York donnern. Also, Glück gehabt. Und trotz Feierabendverkehr noch geschafft. Super. Naja, also bis später denn. Bye bye. So, bin jetzt angekommen bei meinem Kunden in Margate, Florida. Und eigentlich wollte ich gar nicht bis hierher fahren, oder konnte ich eigentlich gar nicht bis hierher fahren, weil meine Fahrzeit vorbei war. Aber hier in Florida ist ja das Problem mit den Truckstops. Es gibt wenig und weil es so wenig gibt, sind die natürlich auch sehr schnell voll. Walmart-Parkplätze in Florida eigentlich fast keine Chance irgendwo zu parken. Erstens sind sie relativ klein und zweitens ist es nicht erlaubt hier in Florida teilweise. Und auf dem letzten Truckstop, den ich war, der war natürlich auch voll. Ja, dann blieb mir eigentlich nur noch eine Möglichkeit, hierher zu fahren. Off-Duty. Aber mit dem Hinweis oder Kommentar habe ich reingeschrieben, dass Truckstops voll waren und ich zum nächsten sicheren Stop fahre. Und das in dem Fall jetzt hier. Weil in Florida darfst du auch nicht an den Auffahrten an der Seite parken. Na, Florida ist ätzend. Na, bloß wieder weg hier, ey. Das ist das Schöne im Westen oder im mittleren Westen, ja, da hast du Platz ohne Ende, das, oder weiter im Norden, also sagen wir mal so ab Georgia bis
Ah. Bis Virginia. North Carolina, South Carolina und Georgia. Da hast du auch noch reichlich Platz. Aber der Rest hier im Norden ist natürlich sehr enge. Virginia hast du auch noch recht viel Platz, weil... Ja, doch, da findest du eigentlich immer einen Platz auch. Aber hier unten in Florida, ey, alter Schwede. Fahrt hier bloß nie her mit dem LKW. Nee. So schön wie es hier ist, warm. Fenster sind offen, ist richtig schön lauwarm. Palmen. Aber hierher zu fahren, um zu arbeiten, jedenfalls mit dem Truck, ne. Nicht in Florida. Oh. Ja, bin jetzt dabei, noch ein Video hochzuladen. Habt ihr lange keins gehabt. Und muss mal gucken, ob es funktioniert hier. Ja, meld mich dann morgen wieder. In alter Frische oder mit einer frischen Alten. Also, in diesem Sinne, see you later, Alligator. Bye bye. So, komm, fahr zu, ey. Ich muss da rüber, los.